Ich melde mich wieder mit Strategic Command Europe at War oder War in Europe. Ich spiele vom letzten Speicherstand weiter. So. Berlin wurde die Legion Freies Indien gegründet. Gebildet. So, produziert ist eine Wunderwaffe, eine Rakete, Kavallerie, Garnison Spanien und nur Garnison Spanien müsste das sein. Ja. Okay. Dann gehen wir mal auf die militärische Situation. So. So, schaut so aus. Wir haben drei U-Boote da oben, U-Boot an der Irak-Linie, U-Boot ist unterwegs und eins ist auch noch auf der Irak-Linie. Die drei Schiffe, die blockieren die Murmansk-Linie und das Problem ist jetzt, darum steige ich jetzt in der ersten Runde schon an der Ostfront ein. Das ist, weil jetzt viele Einheiten verwundet worden sind. So. Ich werde natürlich primär als erstes versorgt. So, schauen wir mal. Ja, die Panzer verstärken. Da hat es keinen getroffen. Den hat es getroffen. Den lasse ich aber da mal über. Dann, da hat es keinen so richtig getroffen. Verstärken. Ja. So. Dann die zwei Einheiten. Grade ich einmal auf. Und Luftabwehrwaffen. Oder das Gleiche. So, also habe ich schon drei Einheiten modernisiert, zwei für nächsten Zug einsetzbar. Stärken. Stärken. So, ich mache jetzt hauptsächlich so eine Verstärkungsrunde und noch und nächste Runde geht es dann weiter mit dem Angriff direkt. Ja. So. Die verstärken wir jetzt einmal. Die ist schwach da. Dann die Italiener verstärken. Ja, die Versorgung ist nämlich sehr schlecht. Meine Sonseinheit muss ich auch verstärken. Dann haben wir da nie. Ja, da haben wir einmal Upgrade. Dann kann ich da vielleicht auch. Nein, leider nicht. Nur verstärken. Aber auch nur einen Punkt. Oh. Das war später über. Den Flieger da auf jeden Fall verstärken. Verstärken. Ah, nur ein Punkt. Das ist eine Drecks-Ostfront. Geht um ja. Ja, drei Punkte. Wenigstens was. So, Upgrade. Core. Zwei Infanteriewaffen.
So. So verstärken wir mal. So. Verstärken wir mal. Auf 8. Upgrade. 22 Waffen. Die müssen wir upgraden. Verstärken. So. Das war mal das Wichtigste. Gar nicht so arg. Ein paar Flieger hat es getroffen. Ein paar einzelne Einheiten. Aber im Großen und Ganzen hat mich der Winter verschont bis jetzt. So. Okay. Dann gehen wir jetzt mit einer normalen Runde an. Das heißt, wir kümmern uns einmal da oben. Die Glasgow. Ja, versenke. Da jogge ich die nächste Runde. Dann gehen wir auf. Jagd. So. Ah. Oh, die. Und der hat Nummer 2. 2. Der schleicht sich Richtung Heimat. So. So, die haben wir jetzt auch gemacht gehabt. Dann machen wir den. Könnt ihr zwar schwer treffen, aber mit hat es auch einiges Optionen. Und das Neuner, das hat auch nicht mehr viel Versorgung. Ja. Dann grade ich die U-Boote auf. Ja. Diesmal den Modus wechseln. Dann verstärken. So. Sonst habe ich da keinen im Hafen. Dann laufe ich einmal mit dem Kreuz aus. So, passt. So. Jetzt schauen wir mal da, was wir noch haben. Da haben wir noch ein U-Boot. Das hat, glaube ich, nie mehr allzu viel Versorgung. Ja, 7 hat es noch. Ja, ich bist du oben. Passt, was ist das überhaupt? Ist die U73? So, jetzt müssen wir da ein bisschen aufpassen. Nur einen Abfangkurs, falls irgendwas am Weg ist. So. Dann CA. Die Andrea Doria, das letzte Schlachtschiff. Das fährt da in Hafen ein. So. Was? Da haben wir eigentlich nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Da liegt das U-Boot vor Anker. Da liegt der Funker. So.
Verstärken mal. Und die Italiener verstärken den auch. So. Okay, dann haben wir da die Flotte. Jetzt haben wir da. Irgendwann ist es eingefallen, ja genau. Das Upgrade machen wir mal auf der Bismarck. Luftabwehrwaffen. So. Dann haben wir 6 noch. Das geht sich noch aus. Die Tierpilot hat 7 noch. Das geht sich locker aus. Die hat noch 6 Versorgung, die Admiral-Share. Die bleiben da. Ganz einfach. Dann können wir da das U-Boot upgraden. Da das U-Boot upgraden. So. 468, ja. Und grade den Zerstörer auf mit Marinewaffen und Luftabwehrwaffen. Okay. Dann die Deutschland, die reparieren mal. Das repariere ich auch mal. Wo ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht, das mache ich erst nächste Runde. So, jetzt schauen wir mal. Okay, haben wir das einmal gemacht. Jo, dann machen wir die Front da. So, den haben wir unter Kontrolle. Ja. So, ich schicke mal die Flieger los. Soweit was geht. Da ist er. Schauen wir mal. 1. Aber es nimmt nachher wieder zu bei Ramadi. Wie weit kann man der Panzer die Runde? Es ist zu verlockend. Ich möchte halt am liebsten an dem gleich aufrüsten, ne? Aber zu verlockend das Ganze. So, dann machen wir einen Stuckangriff. Die geringe Reichweite, die macht mich krank. Nichts ausgewirkt. Panzerangriff. So, haben wir Hauptquartier der Engländer zerstört. So. So, die Stucke nachziehen. Die Jäger nachziehen. Panzer nachziehen. So. Gut. Dann haben wir da noch immer das Problem. So, dann schauen wir mal, wie da die Versorgung ausschaut. 1. Das heißt, der ist fast schon vorm Scheitern. Jetzt zieh ich den einmal da um. Den habe ich vorige Runde auf 2 gegeben. Das heißt, die 11. Armee Italien. Ja, genau. Macht da ordentlichen Schaden. Dann haut die Armee drauf, die erste Armee. Ja. Und dann wir. Und der Panzer. Ja. Okay, muss ich noch warten. So, die Einheit, die möchte ich mal verstärken. Auf 8. Besser wie nix. Ich kann auch nicht upgraden. Ach Gott. So, dafür kann ich es vorbewegen. Dann. Das sind die Schlüsselpositionen. Warte mal.
Ja. Und Italiener. So. Passt. Okay. Da haben wir die Dings liegen, die Partisanenabwehr. Spanien können wir auch nicht kümmern, aber das mache ich als letztes. Jetzt kommt einmal viel und dran. So. So, die sind alle einmal optimal ausgerüstet. Aber so wenig doch, da, nur vier. Warte, fünf ist in der Stadt. Das jetzt hier geht es einmal in die Stadt. Nächste Runde kann ich den aufdingen. Und jetzt fangen wir wieder vom Süden an. So, die zwei habe ich schon bewegt. Der bleibt stehen, der bleibt stehen. Die zwei kann der, na, kann auch nicht upgraded werden. Auch nur in der Stadt. Das heißt, ich tausche Arm gegen Arm und grade das 20. Korps auf. Ach, geht gar nicht. Naja, nächste Runde dann. Okay, dann haben wir da eine Einheit, was eingekesselt ist. Bei zwei Versorgung noch. Das heißt, das geht langsam oben. So, nur mit wem greife ich an? Wen haben wir da in der Führung? Okay, die habe ich nicht, die habe ich nicht. Das brauche ich da noch nicht. Na, ja, na. Dann unterstelle ich den. Dann brauche ich den auch nicht. Und unterstelle den. Eigentlich brauche ich den nicht, aber den brauche ich. So, okay. Ja. Also die Versorgung, die so halbwegs funktioniert. Den tue ich upgraden einmal. So. So, den tue ich nicht upgraden, ich tue verstärken. Warte noch ein bisschen. Dann, wie hoch ist die Chance? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Das heißt, die sind komplett aufgeschmissen. Die verstärken wir mal auf 10. Ja. Weil endlich haben wir auch ganz 8. So, die muss ich auch verstärken. Das erste Frontierkorps oder nur Frontierkorps, ich weiß gar nicht, wo das her ist. So, wir schließen die weiter ein. Die haben wir weiter bewegt. Die bleiben da auf Stellung. Obwohl ihre bewegen. So, die ist für verwundet worden. So, der Flieger ist verwundet worden. Okay. Einmal aufrüsten. Der war da einmal. Wow, die haben 95 Moral. Ich hänge da mit 70 Moral immer drum. So. Können sich nicht weit bewegen. Könnt jetzt mit der Eisenbahn verlegen, ein paar. Es ist das Problem, die ist noch so schwach. Da muss um 1 zurück zumindest.
So, kann er verstärken. Aber auch wieder nur ein Punkt. Verstärken wir mal. Der bleibt da stehen. Wir kommen da rein gegen die an. Ich fliege gleich viel schon. So. Bleiben wir an der Front. Ja. So. Ja, den kann ich auf 10 verstärken, die Armee, die vierte Armee. Sehr gut. Dann die ungarische Armee wird ja auf. Na. Ich nehme 207 Punkte. Ja, Forschung sehr okay. 207 Punkte habe ich noch mehr. Das heißt, ich brich da mal an. Auch nur mehr Angriffsoperationen. Na, das hat nicht zählt. Ein Siegel vor. Ja, Slowakei soll angreifen. War schon mega. Und dann das 14. Chor. Perfekt. Hoffentlich habe ich jetzt noch eine Einheit zum Einziehen. Ja. So, die falschen Mega ziehen wir eine. Dann ist da ein Versorgungsloch. Und das wird jetzt geschlossen und jetzt wird überall da eine Versorgung haben. 7 Owe. 7, 7, 8. Na gut. Ja, den muss ich auch verstärken. Das ist der von Bock. So, den muss ich auch verstärken. So, ja. Die sind jetzt wahrscheinlich chancenlos, ja 0-0, sind aber auch noch nicht verschanzt. So, jetzt schauen wir mal an die Moskau-Front. Gut, da hängt er noch und in Orel hängt er noch. Ist klar, da haben wir einen kleinen Opteur, den muss ich jetzt wegrammen, weil ich ja mit den Panzer auch vorbei muss. Wenn das Wetter wieder besser wird. Okay. Da haben wir ein Geschoss, schwer mit der schweren Artillerie. Das war's. Dann zwei. Ja. Ein Verlust beigefügt. Die haben so eine Bereitschaft niedriger und Moral, das ist ein Wahnsinn. So, das heißt, die zwei bleiben da mal über. Das ist eine wichtige Partisanenposition. Nein, das ist eine wichtige Partisanenposition. So, na, den Siegel oben da. Ja, da ist die 10. Muss ich was machen? Ja, zu wenige Anführer sind einfach da. Also Stoßarmee. Brauche ja auch Armeen.
Wie muss ich das jetzt entspannen? Indem ich einfach den Panzer daher bewege. Das ziehe ich raus. Das ziehe ich vor den Flieger. Scheiß Winter, wirklich. Ja gut, sind alle in Reichweite. Das heißt, ich mache eine Elite-Verstärkung des Stukas. Zweite Stuka-Einheit, die kann ich gar nicht verstärken. Das heißt, ich lasse die einfach ans Neue. Aber ich schicke ihm los. Aus. Ja. Wahnsinnig für mich, das ist gut. Moral 44 passt. Dann die Schwanbomber. Ja. Die schicke ich auch da her. Den Schwanbomber schicke ich auch da her. So. Ja. Den können wir auch weiterentwickeln. Langstreckenflüger. Passt. Ja, ich bringe ihn trotzdem daher. Ich habe die Angst, dass ich stoße mit da durchgestoßen, obwohl ich glaube, das ist der Sperrzone von der 17. Armee. Ja, ich weiß, das ganze Geld nur für Einheiten aufrüsten, upgraden und so weiter braucht. Und natürlich zum Reparieren. So. Ja, da ist ein bisschen eine Chance. Ja, dagegen hat es keine Chance. Keine Chance, keine Chance. Bisslane. Dann haben wir ein Geschoss frei. Raketen natürlich drauf. Passt. Dann fangen wir mit der stärksten einmal. So. Aha. Und mit der 12. Armee von Süden. So. Die bleiben an der Front wieder. Die sind auch schon einigermaßen verschanzt. Die drei Armeen sind wichtig. Da, wenn ich da ein Chor hinstelle, das wird zusammengehauen. Weil nur dazu da hinten schon die Armeen stehen. Ich habe auch Angst um die Spanier. Wirklich Angst. Weil ich habe es aber auf jeden ziehen müssen. Ich tausche mal aus. Ja. Kann aber jetzt keiner nachstoßen. Ja. Blöderweise. Blöder Winter. Ja. Nui. Ja. Da sind die Chancen ausgeglichen. So. Ja, da ist der. Da ist der. So. Jetzt ziehen wir mal die Einheit noch. Verlegen. Ich brauche jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Einheiten. Dann das Berliner Korps da. Das indische Korps. Ja, ihr Indianer. Haut euch jetzt einmal in den Winter.
Gibt es irgendeinen Posten, der mal. Ja, wenn ich die Generaleinheit nach Kaluk lege und die da auflege. Ja. So. 116. Die kann ich gar nicht verstärken. Ja, ist gerade auf 4. Um einen Punkt. So, mit der greife ich noch mehr. So, dann eingegesselt. So, wie viel hat's noch? 3. Dann mach ich ab. Na, nur statt abgeht. Da ist er so schwach, ja. Kurze Pause, ich muss aufs WC. Man geht gleich weiter. Einen Kaffee noch schnell. Oder. Okay. Ja, es gab Wunder, die Stadt Tallinn. Gut. Jetzt haben wir da schon angegriffen. Ja, stoß mal einen Wald einmal vor. Ja, da steht die nächste Armee. Ach Gott. Die ist auch noch nicht auf 5. Ja. Tschirkow. Ja. Ja, das ist die Beimdorf-Verteidigungsstellung. Ja, 3. Kann ich eigentlich die Einheit aushungern. So. Das lasse ich auch noch da.
Panzergrenadierer. So. Ja. Okay. Brynjansk. Und auf die Schiene zurück. Die Verstärke. Zwar nur ein Punkt, aber ein Punkt ist ein Punkt. Der bleibt da. Der bleibt jetzt auch da. Dann. Ja, mache ich das Upgrade bei dem. Jetzt ist es aus. 63, ja. Erst einmal Ungarn, das ist gut. Ich warte da mal an. Ja, ich habe alle Angriffe geführt, meines Wissens noch. Meine Flanken sind eigentlich eh relativ gut. Da kann ich eh nicht so schnell durch. Da ist eine Gefahr. Wenn er da ein paar Panzereinheiten zusammensammelt, könnte er da vorstoßen. Na gut, ich platziere mal die neuen Einheiten. Das ist die erste Rakete, die wird damit da platziert. Erste Kavalleriedivision. Die wird in Osten platziert. Spanien. Garnison daher. Und auch Garnison daher. So, dann kann ich noch zwei spanische umschicken. So. Lass mich kurz überlegen. Da habe ich das alles gemacht. So. So. Jo. Im Juni kommen meine Panzer, meine schweren Panzer. Ein Stucker kommt noch, ein Zerstörer kommt noch. Und jetzt kommt da, glaube ich, der Anführer. Den muss ich eh von Moskau hier schicken. Entschuldigung. Okay. Okay. Ziehen wir weiter. Die Besetzung Gibraltar durch die Achsenmächte verhindert die Versorgung der Alliierten im Mittelmeerraum. Die Türkei unterzeichnet einen Freundschaftsvertrag mit dem Deutschen Reich. Alliierte Überfallangriff auf Finnland wieder mal. Die Andrew Sisters veröffentlichen das Lied Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me. Ja. Ja, Singapur ist gefallen, alliierte Hochburg kapituliert gegenüber Japan. Deutsches Reich entwickelt Spionageaufklärung Stufe 3. Ah, Logistik ist aber die Italiener weiter. Italien entwickelt Logistik 3. Jo. Jo. So, jetzt schauen wir mal. Okay.
Kannst du lassen. Sehr gut. Ja, libysche Partisanen, ja. Saudi-Arabien, wie auf der alliierten Seite ziehen die Amerikaner. Achsenüberfall auf Irak und Murmansk. Auf Irak. So. Haifa hat Schaden durch Bombardierung erlitten. Und U-73 Irak. Ja, kommt der scheint zu jetzt haben. Okay. Ja. Passt Kesselring und wieder Kavalleriekorps. Italiener haben ein paar Panzer und ein Motorboot. Motorbootflottillen, die sind nämlich eh ganz gut. Die merken die Form bei Gibraltar hinstellen. So. So. Okay. Gehen wir so mit der Runde. Am Atlantik. Ein Sorgenboot Nummer 1, das ist da. Gehen wir auf Jagd. So, durch und durchziehen. Ja. Ich will den spanischen Hafen da erreichen. So. Dann noch eins. Ja, da ist einer. Das ist gut. So. Und da die ja. 6-1. Ja. 8-1. Versorgung 2 nur mehr. Ja. Muss ich abbrechen. Leider. So. Das U-Boot, das steht da unten hin. So. Weil das kann sich dann da versorgen. Okay. Dann der italienische Zerstörer. Ja. Okay. Dann der Zerstörer, den lasse ich da vorne fahren. War die U-Boote auslaufen.
So, das kann auslaufen. Ja. Das muss ich auf 2 noch upgraden. Wo der Hof ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Habe ich die Ortschaft da? Ja, da habe ich eine Flagge gebaut. Ja, Upgrade. U-Boot. Zack. Das war wichtig. So, was haben wir dann da noch? Es liegt da mal an. Lass sie upgraden. Vielleicht reparieren und mache ich vielleicht gar nicht. Schauen wir mal. So, habe ich gesagt, das ist da. Dann möchte ich gerne mit der Bismarck wieder auslaufen. So. Okay. Aha. Okay. So, dann stürzt sie mit den anderen auch runter. Ach, das ist gemein. Nein, die Benetzergegend kommt noch nicht so weit. Das heißt, die bleibt noch auf der Route da. Gut. So, dann haben wir da die Hafen. So, schauen wir mal. Ja, das ist die Idee. Ja. So. Und den versenke ich da. So, bevor wir den Hafen. Ja, ist natürlich ein bisschen frei. Und den Zerstörer. Ja. Der. Da treiben sie sich die ganzen Engländer mal drum. So. Das habe ich. Da. Ja. Bin ich auch zufrieden. Das U-Boot ist auch repariert. Die stelle ich da. Da einen Eingang. So, U-Boote bewegt, Marine bewegt. Da habe ich einen repariert und der bleibt im Hafen. Da habe ich irgendwas zum Weiterbewegen gehabt, genau. Verlegen. So. Südlich von K. Ist gut. Ich würde auf London losfassen, so wie es in der Geschichte, aber. So, und da waren an und für sich Jagdflieger. Aber ich rüste mal die alle auf. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber jetzt hört es aus. So. Und dann repariere ich auch. Und dann ist da der letzte Bunker. So, und den Hafen, glaube ich, den. Bewaffen.
Und da die Ortschaft mache ich auch Luftabwehrwaffen. So. So. Die Frage ist, soll ich? Nein, ich verstärke ihn einfach und passt schon. Genau. Ist nur zur Verteidigung da auf alle Fälle. So, 12. Bei dem brauche ich noch nicht so verteidigen. So. So. Dann gehen wir mal da um. Dann kann ich Bagdad erreichen. So gut, da steht auch kleine Einheit drin. Kleine Einheit. Das da ist keiner. Zur Erinnerung muss Bagdad erobern unbedingt. So. Die noch Norden sichern. Die bewege mit Schnellmarsch daher. Gott. So. Nachziehen. Schnellmarsch. Passt, da haben wir wieder zwei Geschosse. Ja. Müssen wir auf alle Fälle erobern. Akaba gehört damit an mir. So. Passt, sehr gut. Überlegen. Bis daher. So. Passt, passt, passt. Gut. So. Ja. Bei Finnland gibt es keine Änderung. Den kann ich jetzt upgraden. Das Core. Nur zwei Infanteriewaffen. So, da ist Matsch, 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 Matsch. Aber im Süden, wo wir anfangen, geht's. So, das kann ich jetzt nicht. Ja. Schau dir das an. Verstärkt man auf 10 wieder. Ja, die ist da ein Grom. Die verschanzt mich da auch. So. Dann. Ja. Das ist halt gefährlich, wenn ich mit dem Führer gehe. Wisst ihr warum? Er kann da überall sein, mit seinen Truppen. Er kann theoretisch aber auch von da bis zu da verstoßen, mich abschneiden. Das ist das bisschen ein Problem. Das heißt, dann drücken wir mal da rein. So. Was ist das für ein Böd und normales? Nur das 10. Korps kann da angreifen. Ja, ohne Verluste, gut.
Wird auch bald eingehen, die Einheit? Was haben wir eingesetzt? Da geht's langsam weiter. Ja, wieder Studentennummer. Passt. Ist ein bisschen weiter gegangen. Muss ich reparieren, das habe ich nicht vergessen. So. Das passt da. Ich bewege mich da mal vier. Ja. So, da stehen wir auch einmal. Da ist sowieso ein Angriff Selbstmord. Upgrade. Verworfen. Dann mit der Stöße schon mal davor. Mit der Stöße davor. Noch Einheitenverstärkung noch. Das nächste Runde sind die Acker vor mir. So. Ja. Passt. Auch da unbedingt eine Einheit. So, verstärken wir mal die. Mal einen Punkt, verstärken wir es nicht. Da fahren wir einen an die Infanteriewaffen da ein. So. So, jetzt liegt es auf der Bahnlinie. Das heißt, diese Runde war 8-7 und nächste Runde, ja, ist wesentlich besser. So, okay. Da ist ein gefährliches Gebiet, da muss ich auch. So.
Ein Geschoss, erste Artillerie, schwere Artillerie. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir zwei Einheiten. So, 1-3, 1-4, 1-2, 1-4. Ja. 0-3. So, dann greift man den Panzer. Zweiten Zehner. Den verstärken wir mal. Nicht viel. So, nicht schlecht. Schau, wir sind nochmal ein Feld von Moskau weg. So. Jetzt ist das Problem. Jetzt genau. Jetzt zirke den so eine. Der wird verstärkt. So. Sagen wir. Ja. Oh je. Oh je, oh je. Sind leider noch. Na. Ja, die sind noch immer versorgt. Ja, schauen, was er da hat. Da rollt der schwere Panzer auf mich zu. Na super. Aber wir haben ja eine fette Verteidigung. Es liegt ja noch Matsch. Das haben wir nicht vergessen. Es ist März. Dann verstärken wir mal. 10. Das heißt, ich müsste Stucker vorverlegen. Ich verlege daher. Das fliege ich daher. Machen wir Panzerjagd dann nachher. Falsche Modal, da muss man aufpassen. So. Dann lege ich da die auf. Ich bleibe da in Verteidigung, Verteidigung. Ja, Verteidigung. Jo. Spanien vor. Die Grade ja mit der Waffen und mit der Luftabwehr. So. Mit der hat die da angegriffen. Ah. Hat nicht geklappt. Ja.
Dann ziehe ich da oben. So. So, da, was machen wir jetzt? Ich schau mal da weiter. Ja. Na. Stärken wir mal. Upgraden wir mal. So. So. Stärken. Ja. Angreifen. Ja. Ja, du gehört mir. So. Was sagen zwei nur? Was soll das überhaupt? Das ist so schwach. Also am besten ist der da eine Einheit her und da eine Einheit her. Die Einheit und die Einheit ist das Beste. Ja. Dann, wo verlegen wir die? So. Wenn man die Menge der Truppen ansieht, wurde das meiste da massiert. So. Haben wir da noch was? Nein. So, neue Einheiten. Und wieder Kavallerie. Italiano. Lass mich überlegen. Ich glaube aber, die setze ich im Süden ein. Ja. Und das Minenboot. Das Minenboot. Berühmt berüchtigt. So, dann fahren wir mit dem Tor. So. Hab ich schon geschaut? Haben wir auch schon geschaut? Haben wir auch geschaut? Ich habe jetzt auch alle ausgerüstet. Ausgerüstet, ja. Ja. So, jetzt habe ich die Deutschland auch verbraucht. So. Versorgung 2, die hängen da mit Versorgung 2 mal dumm. Bin gespannt, wenn der Panzer daherkommt, der Schwere, der tut mir sicher weh. Süden habe ich zu wenig Truppen. Ja, da steigen die Truppen wieder mal um. Aber sehr wenig Armeen, muss ich sagen. Ja. So, da. So, da. Was ist in der Produktionsschleife für Juni die Schwammpanzer? Dann.
Brandenburger Steuer auf. Und auch Pionier. Ha, sie können auf einen Punkt ausgegangen. Und wann kommen die Einheiten? Die kommen nachher noch. Bist du neisch? Boah. So, was muss ich vorher schon nächste Runde machen? Das ist schon ganz fertig. Dann mache ich dann irgendwie, was mache ich nächste Woche? Nächste Runde. Weiterentwickelte U-Boot wieder. Und vielleicht U-Boot-Jagd dazu. Ist nicht so wichtig. Oder ich mache einmal den Seekrieg. Ist halt nicht schlecht. So, Italiener, Logistik. So. Das ist super für die Verlegungen, weil da, damit werden die Verlegungen billiger. Ja, und für die krieg steigt da langsam auf. So, okay. So, next round. So, 960, ja, okay. Autsch, das tut weh. Gott sei Dank. Okay. Ich hasse die Flugzeugträger. Nein. Ja, der kriegt auch nicht nur.
Noch Schubmangel, gut. Tausende polnische Soldaten und Zivilisten verlassen die UdSSR. Achse, Achse. Admiral Scheer ist versenkt worden. Ja. Panzerabwehr ist jetzt verfügbar für die Produktion, Deutsches Reich. So, SK3. So, da. So schaut die Logik gerade aus. So, massieren sie die Russen. Dass uns da nicht so in Erscheinung treten. Da haben sie mir die Schärfe senkt. Jo, ich schaff das mit den Kleinen. Ich hoffe, ich schaffe das mit der Bismarck. Und die hab jetzt da raus. Ich darf nicht nach Süden laufen. Da hat auch zwei Flugzeugträgerverbände auch noch mehr angegriffen. Naja, das sehen wir dann, wenn wir das spielen. Ja, das übliche Chaos. Aber wenn die ganze Flotte dort ist, dann ist gar keine Flotte da. Ah, ich muss es da noch parallel legen. Na gut. Okay. Es schneit, ist matschig. Also noch kein Unterschied. Der ganze Süden wieder matsch. Kann mich wieder nicht bewegen. Na gut, April 16. 42 geht's beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich schon, gell? Bye-bye.